Einen von den grössten Hydraulikbagger weltweit kann man neu in Herisau bestaunen. Die 800 Tonnen schwere Baumaschine steht im Heavy Metal Garden im Appenzeller Park. Als Vergleich, der grösste Hydraulikbagger, der in der Schweiz in Betrieb ist, hat etwa 300 Tonnen. Wie es dazu gekommen ist, dass dieser Riesenbagger im Appenzellerland steht, was der Carsten Zeiske, Mediensprecher vom Appenzeller Park. Wir haben etwas gesucht, eine Outdoor-Attraktion, wo man auch bei schönem Wetter Leute hier hinlocken kann. Und dann ist das in einem Brainstorming mit dem Team entstanden, dass wir überlegt haben, was könnte man machen, was könnte man bieten, was es sonst noch nicht gibt. Und dann ist man irgendwie auf diesen Riesenbagger gekommen. Und die Idee haben alle so verrückt gefunden, dass sie schon wieder gut war. Aus dieser verrückten Idee ist dann Realität geworden. Aber bis der Bagger, der höher ist wie ein Standard auf Familienhaus, zu Herisau angekommen ist, hat es einiges gebraucht. Der Bagger ist ja in Düsseldorf produziert worden. Er ist dann mit dem Schiff. Und da ist schon eine grosse Herausforderung, wenn er die Dimensionen gesehen von dem Bagger hinten dran. Er ist über den Rhein gekommen, in die Schweiz. Wir haben dann im Biersfelden, im Terminal, sind die ganzen Teile dann auf 22 Tieflader geladen worden und dann hier auf Herisau transportiert, in einer Nacht. Aber auch das war eine logistische grosse Herausforderung, weil einfach die Dimensionen von diesen einzelnen Teilen so gross waren. Die Freude war gross, als er dann gestanden ist. 10 Personen haben den in nur 5 Wochen aufgebaut. Dass der Bagger auf viele Jahre eine gute Falle macht, hat er eine Speziallackierung bekommen, die jedem Wetter standhalten sollte. Die grösste Frage ist jetzt aber, würde der Riesenbagger überhaupt laufen? Also er würde laufen, wenn man ihn befüllen würde. Zum Befüllen bräuchten wir 10'000 Liter Hydrauliköl, man bräuchte 15'000 Liter Diesel und 4 Tonnen Fett. Und wenn man dann die ganzen Blockaden, die jetzt hier noch dran sind, würde lösen und das Ganze dem Bagger würde zuführen, dann würde er theoretisch laufen. Eine Demo wird es aber nicht geben. Für das fehlt dem Heavy Metal Garden Betriebsbewilligung. Und es wäre mit einem enormen Aufwand und Kosten verbunden. Für alle, die jetzt gewundert sind, kann der PC 8000 ab 29. März anschauen. Tickets für das Spektakel gibt es auf der Homepage vom Appenzeller Park.